Eine Serie. Ein Orchester. Ein Lied. Zu Asche, zu Staub. Zu Asche, zu Staub. Severia, live. Der große Moment des Konzertes. Als ich es zum ersten Mal hörte, war ich sofort verliebt, total. Ich mag dieses Angstgefühl im Rhythmus und es ist so düster. Ein Lied geschrieben für das Jahr 1929 und dennoch zeitlos gut. Der Saal schwingt zu der Filmkomposition. Es scheint alles zu passen, vom Arrangement bis hin zu den mysteriösen Liedzeilen des Titelsongs. Oh, lass uns ewig sein. Zu Asche, zu Staub, ich sag, wie geil. Dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wo immer er das her hatte, es war einfach total magisch. Das war wirklich magisch. Gute 2 Stunden verwandelt das Moca FD Filmorchester den Hamburger Mojo Club in ein Berliner Ballhaus. Ausschweifende Atmosphäre inklusive. So oder ähnlich kann es früher gewesen sein, kann, muss aber nicht, denn es ist schließlich 2019. Es ist nämlich das Tolle, dass auch jetzt in dem Live-Programm es nicht darum geht, total authentisch den Sound von einer Band 1929 zu rekreieren. Natürlich swingt es und natürlich hat es so eine Energie, die viele damit da verorten. Aber heutzutage ist halt so, und die tanzen wie verrückt und sind richtig, richtig high, ja? Auf einem Energielevel, was irgendwie eigentlich verbunden ist mit Techno oder mit Punk. Es geht um die Energie einer Zeit und ein Lebensgefühl aus Überschwang und Pathos mit Wucht auf die Bühne gebracht. Das Moca FD Orchestra in Hamburg.